Hey Leute, ich bin's wieder, Rotax, und willkommen zurück zum nächsten Live-Commentary hier auf dem Channel. Diesmal wieder Server-Tagebuch und ja, ich zeige euch jetzt mal den Garten hier bei Nacht. Also ich finde, das sieht einfach so krass aus mit den Shadern, mit dem Texturenpaket. Das werde ich übrigens jetzt da gleich mal wieder... was mache ich hier bei den Shadern? Resource-Paket, das machen wir mal da weg. Dann mache ich mal wieder das Faithful 32er-Pack rein. Das hat einen Grund. Und zwar das den Grund, dass einfach... bei dem 64er die 1.8 Items noch nicht dabei sind. Hier sind zum Beispiel Rosen dabei und so weiter und so fort. Das kann das andere leider noch nicht, deswegen werde ich weiter mal mit dem spielen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr könnt ja da mal irgendwie die Kommentare schreiben, was euch denn lieber ist, das 64x64 oder das 32x32er Pack. Warte, hier übrigens mal ein bisschen was vom Baum weg, wenn wir schon dabei sind, hier ein paar Anpassungen zu machen. Nee, auf jeden Fall, mir gefällt der Warp echt sehr, sehr gut, wie er gerade hier so ist. Mit diesen Glowstone-Spots da unten im Wasser. Also ich finde, das sieht schon recht nice aus mit dem Wasser alleine, mit den Shadern. Das sieht einfach richtig schön aus, finde ich. Ja, und da drüben war ein Schaf. Auch ganz nett. Auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Ich habe ziemlich viel vor mit dem Warp in nächster Zeit. Zum einen kommt hier mal ein Shop hin. Also ich werde hier auch einen Shop eröffnen, einen kleinen. Ich werde hier ein paar Sachen verkaufen, so die Basics mal, vielleicht auch erweitern. Also ich habe schon vor, hier irgendwas zu machen, natürlich auch mit angemessenen Preisen. Ich werde hier nichts überteuern, eher ganz im Gegenteil, ich werde es billiger anbieten auf ABC auf jeden, als ABC auf jeden Fall zum Beispiel. Und ja, das ist also mal der Plan. Hier nach hinten, da kommt eine Farm, ihr seht den Tunnel da nach hinten schon. Und hier kommt auch noch irgendwas hin. Diese Dinger da gefallen mir übrigens noch immer sehr gut mit diesen kleinen Glas... Einbausteinen oder was auch immer das ist. Und dann wollte ich unbedingt noch herzeigen, was ich hier so alles erfarmt habe in letzter Zeit. Ich habe, mein Inventar ist übrigens voll Sandstein, das werdet ihr sehen gleich warum. Das Zeug habe ich so in, keine Ahnung, 3 Tagen erfarmt, wie die Farmwelt resettet worden ist, auch ein bisschen Quarz. Dann hier habe ich ein paar Bücher von Skyjump, das ist vom Event noch. Dann habe ich hier noch ein bisschen Zeug, dann habe ich da noch ein bisschen Zeug und hier noch ein bisschen Zeug. Also eigentlich ja, das kann sich schon sehen lassen, glaube ich, so wie ich das hier alles gemacht habe. So, wo waren wir dann stehen geblieben? Genau. Jetzt wollte ich euch noch eigentlich zeigen, woran ich gerade wirklich sitze und was so quasi mein Geldverdienstmittel hier sein wird. Ich werde nicht verraten, was es sein wird. Ich werde es aber mal herzeigen, wo es hinkommt. Und zwar, wenn man hier so lang fliegt. Hier habe ich mal ein Leuchtfeuer hingebaut mit Eile 2 einfach, damit das ein bisschen schneller geht mit dem Abbauen hier. Und wups, die wups, da kann ich auch nach unten fliegen. Zack, da nach vor. Und hier seht ihr schon, hier sind wir jetzt unter mir beim GS und hier ist, ja gut, die Welt baut sich gerade nicht auf und hier baue ich auf jeden Fall alles mal aus. Ihr seht das schon, das geht hier dann runter bis zum Bedrock, hier ist schon ein bisschen markiert worden, so tief geht das hier noch runter. Das heißt, das ganze Material muss noch weg, das habe ich heute alles an einem Tag mal alleine gemacht. Das hat so 2-3 Stunden gedauert, glaube ich, bis ich mal diese Fläche hier oben ausgehoben habe. Und hier kommt halt eine riesengroße Farm hin, vielleicht ein paar mehr Farmen, auch noch irgendwas anderes. Also ich werde hier schon ein bisschen... was hinklatschen. Die Kisten da unten sind übrigens alle voll mit Cobblestone. Ich kann da mal kurz reingucken. Zack, das ist hier... Hä? Gut, hier habe ich vergessen, eine anzufüllen. Aber hier ist mal alles voll mit Cobblestone und ich gebe jetzt mal wieder ganz kurz Verotax ein. Dass ich auch wieder hier oben bin. So, und... ja, was ist, hat sich noch geändert seit dem letzten Mal? Dann habe ich hier eine Decke mal reingezogen, hier oben. Was hier oben genau hinkommt, weiß ich noch nicht ganz. Hier wird irgendwas Community-mäßiges hinkommen wahrscheinlich. Hier der AFK-Raum, der ist ja schon da verbessert, wenn man sich hier reinstellt und AFK geht, da kann einem nichts mehr passieren. So, lass mich wieder bitte raus. Dankeschön. Und ja, hier kommt dann das letzte Stockwerk drauf von Verotax. Also 3 Stockwerke soll es ja mal geben. Oder auch 4, ich weiß es ja eh noch nicht. Auf jeden Fall, ich denke, das kann man echt schon lassen. Das Skin da hinten wird übrigens noch umgebaut. Ich habe ja jetzt, wie ihr seht, einen anderen Kopf alleine schon. Ich wollte mal ein bisschen schöneren Kopf haben als das, was ihr da oben gerade seht. Das gefällt mir da nicht so gut. Egal, auf jeden Fall, mir gefällt der Warp schon ziemlich gut. Ihr könnt da mal schreiben, was ich für Vorschläge da noch annehmen kann. Also besser gesagt, was ich noch machen soll, was ich noch machen kann, was ich verbessern soll, was ich verbessern kann und so weiter und so fort. Kennt ihr ja. Aber auf jeden Fall hätte ich da wirklich vor, irgendwie noch... ja, ich habe noch ziemlich viel Platz. Ich kann ja das jetzt nochmal herzeigen. Ich habe ja Zeit. Hier ist schon der Weg drumherum gebaut. Hier ist noch überall Platz. Da wohnt der Gips. Da ist ein Creeper. Ja, was haben wir da noch alles? Hier ist ja, wie gesagt, rundherum noch sehr viel Platz. Hier ist schon so eine Baumallee angepflanzt. So soll das rundherum kommen, dass man einfach die Berge nicht so sieht, wenn man hier rumläuft. Und ja, dann habe ich im Keller noch ganz viel Platz. Da könnt ihr mal ein paar Tipps, ein paar Tricks oder ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich hier bei Verotax noch alles so bauen soll.
Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder im normalen Commentary-Style. Und ich verabschiede mich mal schon mal bei euch und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Übrigens, das Ost-Event hat mega viel Spaß gemacht. Nochmal abschließend. Richtig, richtig nices, aufgezogenes Event. Und ja, jetzt geht es dann halt gleich weiter im Commentary-Style. Oder ich hänge es hinten dran. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, das ganze Commentary vorne dran zu hängen. Also, ja. Und hier, wie ihr seht, geht es gleich mal fett weiter beim Drop-Event am S1. Der La Nombre, glaube ich, hat das veranstaltet. Der hatte da gerade Geburtstag und hat sich gedacht, hey, machen wir mal ein Drop-Event für alle. Das war echt richtig nice. Also ich finde sowas immer echt krass, was sich da Spieler für Mühe geben und was die da an Wert, an Items raushauen. Einfach so ein paar Wither-Köpfe, ein paar Leuchtfeuer, Lapisblöcke ohne Ende, Goldstein, also Glowstone und so weiter und so fort. Also der hat richtig, richtig fette Items hier rausgeschmissen. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt übrigens einen echt schlechten Ping. Ja, normalerweise ist er so irgendwie bei 26 und ich will jetzt gar nicht meckern oder so, ich habe ja schon so viele Sachen geschenkt bekommen, aber an dem Tag hatten wir so viel Besuch und das WLAN war einfach nur überfordert mit den ganzen Handys und den ganzen Tablets und weiß Gott was alles. Ja, ich hatte da, ich weiß gar nicht, der Ping war auf jeden Fall dreistellig, so 150, 160, da konnte man irgendwie nichts beim Drop-Event reißen. Ja, macht halt nichts, war auf jeden Fall echt nice. Ich bedanke mich nochmal bei dir dann nochmal für das Event und vor allem auch bei Ultraviolet KRN, der mir nachher ganz viel Zeug, so wie Glowstone und Diamantblöcke und also was rede ich, Lapisblöcke und so Zeug geschenkt hat, weil der halt zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr bekommen hat als ich. Ihr seht, es laggt auch manchmal im Hintergrund, da war das Internet echt kurz vorm Abkacken. Ich weiß auch nicht warum. War halt so. Ich habe mich dann entschieden mit dem schlechten Ping, ich mache mal einfach einen Zeitraffer, YOLO, scheiß drauf und quatschen wir da später mal drüber, da haben die Leute mehr davon, also wenn ich da ganze Zeit rumspringe. Ja, ich habe mich dann halt entschieden, hier einen Zeitraffer draus zu machen aus dem Drop-Event. Und ich fand das halt dann wesentlich interessanter als das Rumhüpfen und nichts bekommen. Ja, wie gesagt, es wurden ein paar Enderperlen, es wurden Schweine und alles verlost, alles verdroppt. Und hier hat eben der La Nombre nochmal spaßhalber zum Schluss dann ganz, ganz viele Schweine auf seinem Spawny-Gas, also am Spawn vom S1, erschaffen mit diesen Spawn-Eiern. Ja, ich sag zu oft Spawn, ich merk's gerade. Auf jeden Fall hat er dann hier ganz viele Schweine gemacht, das war ganz lustig. Die hat er dann später auch alle nochmal gekillt, glaube ich, das waren ja viel zu viele. Und ja, hier nochmal ganz abschließend, ich hab's ja vorher schon gesagt zum Oster-Event, hab's auch die Folge davor schon angesprochen, einfach weil ich ein bisschen stolz drauf bin, dass ich hier ein bisschen was gewonnen habe. Hier waren wir im Labyrinth, ich weiß gar nicht, bei welchem Warp das noch war, das habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall waren hier drei Creeper-Köpfe. Dann waren wir hier noch bei einer riesigen Kathedrale und ich finde das echt krass, wie viel man von CutCon bei diesem Event gesehen hat. Man hat so viel gesehen, was ich noch nie in meinem Leben hier, also in meinem Leben, was rede ich eigentlich, in meiner Zeit, wo ich hier auf CutCon war, habe ich das alles noch nie gesehen, die ganzen Warps. Ich habe jeden Warp durchgeguckt auf allen Servern. Ich habe mir viele Gebäude angeguckt, sehr viele Projekte gesehen. Also man hat hier bei diesem Event echt was vom Server gesehen und das finde ich richtig krass und richtig nice. Also das Event ist echt gelungen von den Admins. Hier nochmal, falls irgendjemand zuschaut, ein großes Danke für das Event, ein großes Lob an alle für das Event, weil es war einfach Hammer. Man hat CutCon gesehen, man hat sich in Gruppen zusammengetan, hat Ostereier gesucht, wie früher. Also mich erinnert das ja immer meine Kindheit, das Ostereier suchen. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall hier nochmal mein Endscore dann von 14.025 Punkten. Ja, ich bin ziemlich stolz drauf. Ihr könnt euch da noch die ganzen Statistiken durchlesen. Ich habe hier extra einen Screenshot genommen, damit das nicht verschwindet. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in alter Frische. Ciao, euer Rotax.